Hey und damit herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe von Ace Draft Meta Talk. Bevor wir jedoch heute anfangen, will ich das Ganze noch um eine Kategorie erweitern, nämlich wurde mir vorgeschlagen, gute Teamkonstellationen für das jeweilige Mon mit einzubringen. Heißt, ich werde ab jetzt immer von meiner eigenen Erfahrung noch gute Core-Partner für das einzelne Mon vorstellen und ein bisschen auf deren Nutzen eingehen. Aber ich würde mal sagen, starten wir mit dem Video und gucken uns mal die Stats von unserem heutigen Mon Logok an. Hier sehen wir zuerst mal, dass die Stats mit einem Mindestwert von 70 bis zu einem Maximalwert von 120 vergleichsweise nahe zusammenliegen. Die offensiven Werte liegen hierbei jedoch über den defensiven und ließen, Achtung Konjunktiv, mit 120 und 110 eine auf beiden Seiten offensive Variante zu. Mit 70 in den beiden defensiven Werten und 80 in den KP handelt es sich bei Logok eher nicht um eine Klasskanone, das damit den einen oder anderen Hit tanken sollte. Wenn das Typing ein gewisses Mon vom Gegner bohren sollte, könnte man sich hier auch für den Notfall eine defensive Variante bauen. Problemzone ist bei dem Ganzen nur der Speed, der mit 80 die meisten offensiven Mons nicht outspeedet und so leicht Futter für Revenge-Killer wird, hätten wir da nicht diverse Mittel, um das auszugleichen, aber dazu später mehr. Jetzt gucken wir uns nämlich erstmal die Fähigkeit von Logok an. Temposchub ist hierbei natürlich gebannt, womit nur noch Großband übrig bleibt, welcher nicht gerade unnützlich ist, da man leichter unter die 33% fallen kann, wenn man in einen normal effektiven Step-Angriff reinwechselt. Ist nur natürlich die Frage, ob Logok überhaupt Feuerattacken hat, die den zusätzlichen Boost mal 1,5 nutzen können. Und oh boy, die hat es. Auf der physischen Seite sehen wir da Flammenblitz, Feuerfeger, Feuerschlag und Nitroladung. Der letzte Move gleicht schon mal direkt das bisschen Speed zu wenig aus und bei den anderen kann man sich aussuchen, ob man safe treffen will, dafür aber nur 75 Stärke mit Feuerschlag hat, man 10 Stärkepunkte mehr, dafür aber auch 10 Prozentpunkte weniger bei der Genauigkeit mit Feuerfeger oder die volle Stärke und Genauigkeit mit Flammenblitz, jedoch dafür einen Rückstoßschaden haben will. Je nach Team vom Gegner nimmt man das mit, was einem dann halt am ehesten in den Kram passt. Speziell haben wir sogar noch mehr mit Flammenwurf, Feuersturm, Hitzekoller, Hitzewelle und ein Echern, um mal ein paar Beeren zu verbrennen, was gegen einen Alola Mag oder ein Relaxo sehr hilfreich sein kann. Bei den speziellen Moves ist es dasselbe Prinzip wie bei den physischen, je nachdem was am besten gegen den Gegner passt, das nimmst du halt einfach mit. Problem ist hier nur, dass Logo keine spezielle Coverage hat. Nur die Kraftreserve, der Fokusstoß und die Vakuumwelle bieten sich da wirklich an, wobei letztere immerhin noch den netten Step-Effekt mit sich bringt. Da wären wir aber auch gerade bei den Kampfsteps. Die restlichen hierbei wären Durchbruch, Turmkick, Fußkick, Steigerungshieb, Kraftkoloss und Fußtritt. Wenn man einen Mon, das einen outspeeden und killen würde, auf den Switch in Predicted und mit dem Move die Inner zu 100% um 1 senken würde, um es danach selber revengen zu können. Hier haben wir wieder das Prinzip, such dir aus, was du am ehesten eingehen willst und was gegen den Gegner am meisten Work macht. So klein die spezielle Bandbreite war, so groß ist hingegen die physische. Da hätten wir Aeroas, Sturzflug, Erdbeben, Risikotackle, Abschlag, Bärenkräfte, Gifthieb, Steinkante, Donnerschlag und Dunkelklaue. Ohne Bärenkräfte treffen wir damit gerade mal zwei Monotypings nicht sehr effektiv, nämlich Drache und Boden. Nochmal zur Erklärung mit Bärenkräfte, könnt ihr je nach Bäre, die euer Mon trägt, eine physische Attacke mit dem zur Bäre gehörigen Typen mit einer Stärke zwischen 80 und 100, die aber vorher schon festgelegt ist, fast jedes Mon sehr effektiv treffen. Und wir sind tatsächlich immer noch bei Movepool, denn Logok hat natürlich auch noch ein paar hilfreiche Statusattacken. Wie den Schwertanz, Protzer, Agilität, Clownbetzer, Auflockern, Staffette, natürlich ohne Speedboost, Toxin und Irrlicht. Solltet ihr mal Setup-Fodder beim Gegner entdeckt haben, wird es schwer für diesen noch was zu reißen. Dazu hat man mit Logok gleich noch eine Hazard Removal im Team und auch ohne Kehrtwende mit Staffette Momentum. Zusammenfassend, bei Movepool kann man sagen, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Fragt sich jetzt, welche Items man gut damit kombinieren kann. Bei dem fehlenden Speed ist ein Wahlschall natürlich immer sehr hilfreich, sollte man anderweitig das Speed-Problem mit Nitroladung oder dem Klebenetz ausgeglichen haben, macht sich natürlich ein Wahlband oder ein Lebenorb hervorragend. Ansonsten machen sich die 50% Bären natürlich keineswegs schlecht, aber auch eine Prunusbeere ist nie verkehrt, wenn ihr geht, zum Beispiel gegen einen Hytera setupen wollt, aber Angst vorm Toxin habt. Ansonsten ist eurer Kreativität dann nicht wirklich eine Grenze gesetzt, aber das sind die Items, die ich am ehesten auf dem Mon spiele. Kommen wir also zu unserer neuen Kategorie, den Teampartnern. Und da kann ich euch gleich schon mal eine Sache dringend ans Herz legen. Holt euch einen Mon mit Klebenetz ins Team. Das Geile an Logok ist, dass die meisten es im Teambuilding gar nicht so sehr beachten, da man zum einen sich bei Logok oft denkt, ja, das outspeede ich mit dem und dem, da kann ich es killen,
Und es ist halt in den Smogotiers gebannt. Es setzt sich eigentlich keiner so wirklich auseinander, wenn er nicht gerade Uber spielt. Und somit wird Logok in den Teambuildings gar nicht so sehr als Gefahr wahrgenommen. Aufgrund dessen bekommen viele Teams Probleme, ein Logok im Sticky Web zu handeln, weil man sich nicht sonderlich darauf vorbereitet hat. Ansonsten gibt es nicht viel zu Logok zu sagen, weil es auf beiden Seiten Steps hat, man Defogger damit im Team hat und es somit eigentlich in die meisten Teams passt, die nicht schon zu physisch aufgebaut sind. Wenn wir doch gerade bei meiner Empfehlung mit dem Sticky Web sind, schauen wir doch mal auf die Liga, in der ich bisher wohl am erfolgreichsten Logok gespielt habe, nämlich der OPL Season 1. Nicht nur das gute Game gegen Monster Plays, bei dem ein Choiceband Logok im Sticky Web durchgegangen ist, nein, auch 7 Kills bei 3 Einsätzen in der Hinrunde waren es definitiv wert, gedraftet zu werden. Nicht nur in der OPL hat Logok mir bisher Spaß bereitet, auch in anderen Ligen war es wirklich hilfreich, gerade wenn der Gegner in den Higher Tiers nichts hat, was schwebt oder fliegt, da Logok dann im Sticky Web wie gesagt immer eine Wincon sein kann. Was zusätzlich noch geil ist, ist, dass Logok sich auch zum Setupen anbietet, heißt man kann auch teilweise ohne großen Chip beim Gegner durchgehen, halt darf nur nicht der High Jump Kick missen. Das Ding bei Logok ist halt, dass ich es noch nie ohne Sticky Web gedraftet habe und somit nicht so wirklich viel drüber erzählen kann. Das Gute daran ist jedoch, dass die meisten Leute noch weniger über Logok erzählen können und sich somit halt, wie gesagt, etwas schlechter preppen. Zudem ist es deswegen halt auch kein allzu beliebter Pick, weil sich niemand wirklich mit dem Ding auseinandersetzt und somit kann man eigentlich relativ gut Sticky Web und Logok in ein Team draften, ohne vor Snipes groß Angst zu haben. Insgesamt ist Logok ein Mon mit riesiger Coverage, richtig guten Steps, Setup-Gefahr, welche oft vom Gegner nicht wahrgenommen wird, kann defoggen, einzig und allein der Speed fehlt, welcher mit Nitro-Ladung, Agilität oder Klebenetz gut kompensiert werden kann. Wenn ihr mich fragt, wird das Teil einfach viel zu sehr unterschätzt, weil sich keiner damit richtig befasst. Deswegen findet man es im 4-Tier-System auch oft im RU, wo es meiner Meinung nach nicht hingehört. Diese Unterschätzung findet, by the way, nicht nur bei irgendwelchen Discord-Ligen statt, nein, auch bei den in Anführungszeichen Profis aus der GPL wurde es schon unterschätzt. Als zum Beispiel Laurus in der GPL Season 4 Spieltag 17 ganz schön auseinandergenommen wird, da er keinen Check für Logok dabei hat. Anders als bei Simsala gibt es diesmal verschiedene Ranks für die verschiedenen Tiersysteme, da sich die hier auf das Mon wirklich auswirken. Im 4-Tier-System empfinde ich Logok im UU als einen B-Pick. Im RU hingegen, wo es meiner Meinung nach ja nicht hingehört, hat es bei mir einen S-Rank. Im 5-Tier-System ist es eigentlich ganz gut im C-Tier verankert, wo es für mich einen B-Plus-Rank verdient hat. So, jetzt seid ihr gefragt. Findet ihr, dass Logok eher ein RU ist? Habt ihr es schon mal gespielt oder was ist allgemein eure Meinung zu dem Teil? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich würde dann mal sagen, das war's. Euer Ash.